Da kam ein Mädel ans DJ-Pult und hat den DJ angeguckt, und hat am DJ vorbeigeguckt, hat mich angeguckt und hat einfach angefangen zu weinen. Mein Name ist Rumbombe und ich bin Sänger im Bierkönig und habe heute meine allererste Saison zu Ende, oder werde sie zu Ende spielen heute. Also meine Saison hat auch wirklich mit dem Opening gestartet. Das war mein erster Auftritt im Bierkönig. Ja, da hatte ich meinen allerersten Auftritt und den habe ich mir verdient, indem ich 360 Tage lang jeden Tag ein Ballermann-Refrain geschrieben habe. Jeden Tag ein Ballermann-Refrain, bis ich im Bierkönig auftreten darf. Laber mich nicht zu, denn mein Bier ist gerade wichtiger als du. Du. Also es war so, dass ich letztes Jahr, als dieser Leila und ich den Flieger-Hype aufgebrochen ist, dachte ich mir, versuch das doch auch mal, weil ich halt einfach schon immer Texte schreibe. Und dann habe ich mir gedacht, hier TikTok, das funktioniert doch gerade, und habe auf TikTok das Format gestartet. Jeden Tag ein Ballermann-Refrain, bis ich im Bierkönig auftreten darf. Und dann habe ich das 360 Tage lang durchgezogen und dann durfte ich da endlich spielen. Wann war das? Im Februar, würde ich sagen. Dieses Jahr kam dann wirklich eine Mail vom Bierkönig und dann war das so, okay, jetzt fühle ich mich auch bereit dazu. Und dann durfte ich das im Opening auftreten. Das war ist immer noch sehr aufregend. Also da jetzt beim Closing aufzutreten, das ist für mich so surreal irgendwie. Aber ja, ist geil. Das ist zum Glück echt schön. Also da habe ich irgendwie Glück gehabt, dass die Leute die Songs mitsingen. Also wirklich alle Songs, die ich veröffentlicht habe, singen die Leute mit und haben Spaß dabei. Und das freut mich natürlich am allermeisten. Das war schon immer so das Ziel, sich schnell von Medleys verabschieden zu können. Und das habe ich jetzt mit dem letzten Song habe ich das hingekriegt. Es gab eine Situation, die ist mir irgendwie im Kopf geblieben. Da war ich nach meinem Auftritt war ich am DJ-Pult im alten Bereich, also in der Rumbude. Und da kam ein Mädel ans DJ-Pult und hat den DJ angeguckt, und hat am DJ vorbeigeguckt, hat mich angeguckt und hat einfach angefangen zu weinen. Weil sie mich irgendwie den ganzen Abend schon gesucht hat und irgendwie ein Foto mit mir machen wollte. Dann haben wir ein Foto gemacht und die hat nicht aufgehört zu weinen. Das war mir so unangenehm, weil ich ja nicht weiß, warum sie weint. Aber sie hat sich so gefreut und das ist so eine Sache, die mir irgendwie im Kopf geblieben ist. Das war natürlich super süß, aber das geht nicht in meinen Kopf rein, dass Leute weinen, weil sie mich sehen oder sich so krass freuen. Oder man kriegt ja so tolles Feedback von den Leuten. Das ist unerklärlich irgendwie, was da passiert. Naja, also ich glaube, jede Musikszene hat so ihre Macken, aber auch ihre Vorteile. Ich konnte es mir gar nicht so vorstellen, wie es am Ende war. Ich glaube, man muss einfach demütig und dankbar sein für das, was man da, oder die Chance, die man da bekommt. Und natürlich jedes Mal, wenn du hierher fliegst und dann irgendwie an diesem Bierkönig-Logo vorbeifährst, ist das irgendwie so krass aufregend für einen, dass man allen Stress, den es vielleicht nebenbei noch gibt, vergisst. In den Süden. Auf geht's nach Mallorca.